Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz mit mir Dragonios und Kopfnuss. Ja, Knirscher macht nicht allzu viel Schaden. Bisschen halt, ne? Chris hat uns im Kampf rausgelassen. Dementsprechend. Es ist ein normaler Trainerkampf, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Schade, ich hätte jetzt so ein bisschen herausfinden können, wo wir denn wären. Serapendra würde ich sagen. Millie. Definitiv Millie. Mit ihren Feuerattacken ist sie einfach dermaßen im Vorteil. So, einmal Funkenflug. Oh, Toxi. Nein! Wieso triffst du? So, Funkenflug, töte es. Danke. Das Ding hat nämlich null Spezialverteidigung, also so gut wie nichts. Millie macht den total fertig. So! Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Ist ein Ast-Trainer in der Höhle? Ich glaube, wir sind... Ja! Wir sind auf der Siegestraße. Chris ist relativ weit gekommen. Was sagst du mir? Ohne mich, das wird viel zu gefährlich. Da muss ich leider passen. Ah! So, was war jetzt eigentlich der richtige Weg? Der hier, oder? Ich muss übrigens Millie heilen. Habe ich ganz vergessen. So, wo ist unser Gegengift? Top Trunks über Hyperheide, Top Plus, Kabel Plus Eisen, Eisenhaler. Gegengift, da haben wir es. Einsetzen. Und hier. Perfekt. Wie viele Tränke haben wir denn noch? Nicht so viele. Okay. Gut. Ein Sonderbaron. Scheiß drauf. Haha. Das wollte ich machen. Chris hat mir das letzte Mal die ganzen Sonderbonbons weggeschnappt. Hat er wahrscheinlich dieses Mal wieder. Das ist mir egal. So. Okay, hier geht's noch nicht weiter. Dann schnell nach raus. Schutz wirkt nicht mehr. Beutel, war jetzt unter Medizin oder unter Items? Winter, Nugget, Bandsticker, Leuchtstein, Blattstein, Mondstein. Topschutz, da haben wir's. Zack, einsetzen. Perfekt. Dreh dich, danke. Dreh dich. Wuhu! Was haben wir hier? Und eine Top-Genesung. Sehr gut. Warum nicht? Ich kann leider den Weg nicht mehr auswendig euch sagen, wie es hier im... Okay, ich glaube, ich muss... Nein! Du hast mich verarscht! Du hast mich voll verarscht, Mädel! Ja, ich möchte die Siegestraße so schnell wie möglich hinter uns bringen, denn danach wird es nämlich sehr interessant für uns alle. Aus dem einfachen Grund, ich weiß leider gar nicht, was unsere Pokémon alles können. Das ist irgendwie uncool. Pokémon... Ich weiß, dass Millie Gasattacke, ich weiß, dass Mr. Pringles... Was kann denn Tentante? Attacken. Oh, es kann Dunkelklau. Dann nehme ich Tentantel. Allein weil es gegen seine Psychoattacken eine gute Chance hat, sag ich mal. Psychokinese. Bam. Das ist nicht sehr effektiv, aber ein Volltreffer, was ich echt uncool finde. Mister. So. Nicht effektiv, aber trotzdem mehr als die Hälfte der Leben abziehen. Und das ist sehr effektiv und ich grab mal das Gleiche. Alter. So, verrecke. So, damit ist Megalon besiegt. Mein Tentantel erreicht Stufe 45. Und
Bonifras. Es war Feuer. Mr. Prince. Bitte, zeig, was du kannst. Wow, okay. Der Kampf hat Tentandel ganz schön Schaden gemacht. Und ich habe mein Tentandel immer noch nicht umbenannt. Ich will es noch umbenennen. Oh. Geil, Surfer. Zack. Wow, es hat überlebt? Wow, es hat überlebt. Nochmal. Dunkelklauen. Überlebe, 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 überlebe. Ja, das war knapp. Das war sehr knapp, mein Freund. Das war diesmal ein Volltreffer. Natürlich war es ein Volltreffer. Dressella. Bitteschön. Ja, und wir sind eigentlich ziemlich perfekt auf dem Level der Trainer. Eigentlich ganz cool, die Sache. Geil, oder? Das Pokémon kommt, man denkt so auf ein süßes, nettes, elegantes Vieh und es ist zwar so BOOM! Flatsch. Was hast du gemacht? Das ist verwirrt. Natürlich ist es verwirrt. Wieso können solche Pokémon immer verwirren? Immer die nicht so schön ausschauen. Komm, nochmal. Zeige es ihnen. Nein! Mili, schlag dir nicht mehr in die Fresse. Energieball. Wird nicht viel Schaden machen. Doch, wird es! Och, Mili. Das ist uncool. Voll uncool. Ja. Nam, 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 nam. Ich hätte eigentlich... Oh Gott, Chantantel ist fast tot. Ich muss es heilen. Ich hätte Mili erst heilen sollen, aber egal. KP Erholung. Wow, wir haben so viel Auswahl. 3 Hypertränke. Wow. Prickelnde Sache. Das kann ja nur gut werden. Ein Energieball, das wird nicht viel machen. Ja, wusste ich doch. Halt, falsch. So, Kampf. Aeroas, mein Freund. Ach komm, du blödes Pokémon. So, tschüss. Dressella wurde besiegt. Endlich. Du hast ja etwas auf dem Kasten, so viel Kraft. Du bist sympathisch. Irgendwie sowas hat sie gesagt. Das ist, finde ich, voll lustig. Habe ich Stärke? Ich glaube, ja, ich habe bestimmt Stärke. Komm, wir müssen Stärke. Ja, wir haben Stärke. Düsidüs hat Stärke. Es ist zwar tot oder ohnmächtig, aber es kann trotzdem uns helfen. Schlossurfer, oder? Ja! Wunderbar. Da ist ein Item. War klar, dass hier ein Item ist. Einmal Top-Beleber für das Team. Und ich surf mal fix zurück. Nein! Ein Barschuft Level 48. Natürlich. So, Flucht. Danke. Das hat auf Anhieb funktioniert. Ich bin überrascht. Zack. Und... Bin ich hier? Ich bin hierher gekommen. Sag mir bitte nicht, dass ich den ganzen Weg hier verschissen nochmal umsonst gemacht habe. Wenn wir den Weg gegangen sind, dann muss Christi gemacht haben. Tatsächlich. Schutz wirkt nicht mehr. Oh, shit. 37 Topschutz haben wir, aber kaum Tränke. Ich
muss runterspringen, genau so war das. Oh mein Gott, ich habe diese Siegesstraße so ewig nicht mehr gemacht. Ja, Leute, tut mir leid. Ich bin leider etwas verwirrt im Kopf. Vielleicht muss ich dann doch von hier oben. So, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Du drehst dich nämlich immer im Kreis, mein Fräulein. Kann ich hier runterspringen? Nein, ich kann hier nicht runterspringen. Ah, geilomat. So, hier runter. Naja, du interessierst mich nicht, weil ich habe gegen dich schon gekämpft und dich besiegt. Deswegen willst du nicht mehr mit mir kämpfen. Was, wenn ich hier runterspringe? Das war definitiv falsch. Was ist, wenn ich hier entlang gehe? Ich bin vollkommen verwirrt. Hier geht es nämlich auch hoch. Zack. Weg von dir. Da ist ein Arzt. Ich könnte hier meine Pokémon halten. Ah, ja, gegen dich kämpfe ich. Hallo? Na? Dann sind unsere ganzen Leute wieder fit. Und du hast eben zwei Pokémon. Okay, einmal Psycho. Kyuyo. Wärst du so nett, um einfach mal ein bisschen Schaden zu machen? Elektroball. Genau. Wir wollen ja auch Kyuyo ein bisschen in Action sehen. Bam! Zack. Heilblockade. Joa, ist okay. Ich habe jetzt nicht sofort gleich die Dinger, meine Tränke hier raushauen, denn ich habe noch genug in Reserve. Und Q ist definitiv stärker. So, Telekinese. Ja. Why ever. Gut. Ein Trainer hat einen Hypertrank. Ein Arzt. Ja, okay, gut. Ein Arzt. Dem kann ich sagen. Gut. Ärzte können Hypertränke haben. Denn Ärzte müssen heilen. Wahrscheinlich machen die das die ganze Zeit mit Hypertränken. Warum lautest du so ein Item-Repertoire? So, einmal Seher. So, okay. Das ist auf jeden Fall die. Tschüss, Hypnomorba. Die Namen sind ab und an so dumm zu auszusprechen. Yu ist auf jeden Fall Level 46. Tiefschlag. Attacke. Physisch, was ist denn, wie ist denn Q ausgelegt? Ziemlich speziell, ne? Ja. Na, ja, halt. Ich sag mal, ja, Q ist auf jeden Fall. Was will er eigentlich mit Magensäften haben? Anwender Gas das Ding mit einem Magensaft entfernt Effekte von dessen Fähigkeit. Warum halt nicht unbedingt? Jetzt kommt er jetzt. Oh, warum hast du das gemacht? Nein! So. Matrifol. Jo, du warst so stark, du darfst weiter. Boah, du hilfst das. Ja, Ampelleuchte, komm. Zack, und das wird wehtun, mein Freund. Hahaha, und auch noch verwirrt. Komm, hau dir in die Fresse. Nein, Goldschirms. Ja, wer hätte damit rechnen können? Hätte sich Matrifol selber erwischt, dann hätte Yu auf jeden Fall überlebt. Aber, naja. Mein liebes Retantel, was ich bald umbenennen werde. Spätestens in meiner nächsten Folge ist es umbenannt. Dazu muss ich noch mit den anderen reden. Das werden wir wahrscheinlich dann offscreen machen. Ganz kurz zum Namensbewerter gehen und umbenennen. Oh, diese starke Sonne wird mich beeindruckt. Ja, danke schön, dass du es heilen wirst. Das finde ich super lieb von dir. Du willst der beste Doktor der Welt. Ah, hier geht's weiter. Schutz wirkt nicht mehr. Dagegen können wir Abhilfe schaffen. Mal schauen, wie weit ich überhaupt noch komme. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin so null weitergekommen. So. Na gut, ich habe die Abkürzung von Anfang gemacht. Das ist definitiv. Ich glaube, so lange hat es auch nicht gedauert, hier die Siegesstraße zu schaffen. Aha.
will ich mal noch nicht machen. Ich möchte erst nach oben schauen, und um zu sehen, was es hier gibt. Außer einen panisch hin und her laufenden irgendwas. Rechts bin ich hier. Okay. Nein! Vielleicht doch, doch. Ich weiß es nicht. Das werde ich jetzt gleich sehen. Hier, da ist doch bestimmt irgendwo ein Item. Oh, hier ist ein Item. Ich weiß, dass hier ein Item ist. Nein, hier ist kein Item. Okay. Ich möchte dich nicht bekämpfen. Oh ja, wir sind durch. Pokémon Liga. Das, Leute, ist die Pokémon Liga. Ja, sieht ein bisschen trostlos aus, das mag sein. Aber es ist eine der coolsten Pokémon Ligen, die ich je gemacht habe. Warum es so ist, werden wir... Schutz wirkt nicht mehr. Scheiße. Ich werde mal ganz kurz kaufen, denn wir müssen definitiv mehr Heiltränke und Hypertränke. Also Hypertränke brauchen wir auf jeden Fall eine Menge. Ich würde mal sagen, 30 Stück an Hypertränken passt. Ich würde auch sagen, wir brauchen mehr... Ich weiß nicht, wie viele Bälle haben wir denn? Lasst mich mal ganz kurz gucken. Denn ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich bin verdammt gut durchgekommen. 12 Hyperbälle, das wird später nicht reichen. Denke ich mir fast. Deswegen werde ich mir noch Hyperbälle kaufen. 25. Und vom Rest werde ich mir noch ein paar Beleber kaufen. So, genau, 12 Stück. Dankeschön. Dann... Warum diese Pokémon-Arena cool ist, werdet ihr, wie gesagt, in der nächsten Folge sehen. Ab der nächsten Folge heißt es also, wir werden zu dritt aufnehmen. Jan ist mit dabei. Ich werde... Wir können jetzt übrigens auch hierher fliegen. Das finde ich auch sehr cool. Ich werde einen kurzen Schnitt machen, Leute, und wir werden uns beim Namensbewerter gleich sehen. Bis dann. Ciao. Jo, weiter geht's. Wir sind in Stratos City. Hier ist der Namensbewerter. Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Ich bin so ein Namensorakel. Tja, ich soll deine Spitznamen der Pokémon bewerten. Welches möchtest du bewerten? Und ich möchte Tentandel bewerten. Wer fort, dass er von mir stammt. Ja, haha. So heißt auch kein anderes Tentandel. Aber wir wollen dem Pokémon nicht einen etwas besseren Namen verpassen. Was sagst du? Ja. Und ich möchte mein liebes, kleines, süßes Tentantel. Ich sollte auf jeden Fall richtig auswählen. Zack. Und zwar nenne ich es Kiri. Nein! Kiri! So. So, okay, passt. Von nun an soll dieses Pokémon Kiri heißen. Ein viel besserer Name als vorher, oder? Du bist ein echtes Glückspilz. Ja, sehr gutes Deutsch. Da ist er übrigens in diesem Wolkenkratzer, sag ich mal. Und da kommt ihr einfach hin, indem ihr hier beim Brunnen, der ist ziemlich im Norden, noch weiter nach Norden läuft, und dann seid ihr schon auf der richtigen Straße. Jetzt werde ich noch ganz kurz zur Siegesstraße fliegen. Was ich übrigens sehr lustig finde, ist, dass immer beim Fliegen düsi-düs ein paar wunderschöne Flügel wachsen. Hier so, ne? Sieht auch voll aus wie düsi-düs. Entwickler, ihr habt ganze Arbeit geleistet. Und jetzt habe ich noch eine Minute Zeit, deswegen werde ich jetzt noch einfach hier ein bisschen rumquatschen. Denn, wie gesagt, was erwartet euch jetzt in den nächsten Parts? Wir werden die Pokémon-Liga durchrocken. Das wird euch auf jeden Fall erwarten. Wir werden nicht alleine spielen. Nein, die jetzigen Folgen werden zwar auf den Kanälen der verschiedenen Leute veröffentlicht, aber wir sind ab diesem Zeitpunkt jetzt zu dritt unterwegs. Wann wir wieder alleine unterwegs sein werden, kann ich nicht sagen. Wenn wir es überhaupt noch werden, das
ist aber noch nicht ganz hundertprozentig raus. Es muss noch geplant werden, also verlasst euch da nicht so viel aus meine Aussagen. Nicht, dass dann heißt, oh, Drago hat aber gesagt, ihr macht jetzt nur noch alles allein zusammen. Das wäre viel cooler. Nee, so ist es nicht. Aber meine Sprechzeit ist auch schon wieder rum, Leute. Denn die 20 Minuten sind erreicht. Ich werde jetzt hier ins Pokémon Center gehen und werde Jan Bescheid geben, dass wir... Ich weiß, ich werde es nochmal heilen, einfach weil ich es kann. Werde Jan Bescheid geben, dass wir ab jetzt zu dritt spielen müssen. Und Leute, dann würde ich sagen, nächstes Mal zusammen mit Chris und mir bei Jan. Ich hoffe, ihr werdet euch freuen. Bis dann. Ciao.